Danke erstmal für die Einladung. Ich bin immer ganz aufgeregt bei so Vorträgen, weil das sehr viel Spaß macht zu erzählen, was wir eigentlich tun und warum wir es tun und wie wir es tun. Ich war auf Englisch vorbereitet, deswegen sind die Folien auf Englisch. Das wäre jetzt irgendwie überdimensioniert, hier auf Englisch zu reden. Das geht los damit, dass es eigentlich immer, wenn es um Geschäft geht, geht es um die Perspektive darauf. Ich bin mit dem Zug jetzt unterwegs gewesen in den letzten Tagen und habe eine Verabredung gehabt und da hieß es dann, ja, ich erkenne dich an deinem Bart, so wenn du aus dem Zug steigst. Und eigentlich habe ich keinen Bart, sondern es sind zwei Koteletten, die ganz fein geschnitten, so lang sind, wie sie maximal sein können, bis sie sich berühren. Ihr lacht, aber das ist mein Ernst, weil das für das unkundige Auge sieht das natürlich aus wie ein Bart, aber es sind tatsächlich zwei Koteletten. Und von dieser Perspektive hängt eben auch ab, wie man mit Wirtschaft umgeht. Und bei mir war das so, ich saß vor langer Zeit in der Badewanne und habe meine damalige Lieblingscola getrunken, Afri, und habe irgendwie gemerkt, der Geschmack ist anders und die Koffeinkeule, die da drin war, die kam irgendwie nicht mehr, aber es stand nicht auf dem Etikett, dass irgendwas geändert wäre. Und daraufhin bin ich nach Köln gefahren und habe den Eigentümer höflich interviewt mit so kleinen Wasserpistolen und habe gefragt, was ist denn da los gewesen? Und der hat erzählt, wir haben die Marke verkauft und der neue Besitzer hat irgendwie gemeint, wir machen aus der Marke was ganz Großes und ändern den Inhalt in massenfähig und verdienen damit viel Geld und wir machen das halt heimlich, damit das keiner merkt, damit die Marke so weiterlaufen kann. Und das ist für mich der Auftrag gewesen, zu sagen, so geht's nicht, weil ich bin nicht einverstanden damit. Ich will eigentlich alle Kunden, die diese Änderungen auch nicht so mitgekriegt haben, will ich eigentlich bündeln und informieren und in Druck ummünzen auf diese AG, damit die das Rezept wieder zurückdrehen. Und das hat dazu geführt, dass wir 2 Jahre lang mit dieser AG geredet haben und da ist was sehr Interessantes passiert. Die haben nämlich jemanden eingestellt, der uns betreuen sollte. Wir waren 780 Leute damals, schon lange her, da gab es noch nicht mal Facebook. Und gab es eine Internetseite und Pressemeldungen und so weiter. Es war auch so David gegen Goliath, so wer gewinnt jetzt? Und die haben einen Krisenmanager eingestellt, weil wir an der Marke mitreden wollten. Perspektive, ne? Total interessant. Und dann kam irgendwann nach 2 Jahren die Plastikflasche raus, wieder ohne uns zu fragen. So geht das nicht. Denn ich bin der Kunde, der die Flasche kauft, also bin ich der Träger dieses ganzen Systems und letztlich auch der Arbeitgeber von dem Vorstandsvorsitzenden, der mich anlügt. Und das darf er deswegen nicht. Und da hört man raus, ich hatte so eine, oder habe immer noch so eine Grundidee von, wie Wirtschaft eigentlich sein sollte. Ich würde gerne alle Stakeholder unter einen Hut bringen. Ihr müsst jetzt lachen. Alle lachen bei der Folie. Und dann hatte ich Glück und habe durch Zufall, das war aber spät jetzt, ne? Dann hatte ich Glück und habe einen Hersteller gefunden, der das echte Rezept noch hatte und habe einfach für uns 1000 Flaschen gemacht, um sie zu trinken und noch 1000 und noch 1000. Und dann war die Frage, wie kriegt man jetzt einen Blickwinkel, eine Perspektive auf Wirtschaft? Vor der Folie erschrecken sich eigentlich immer alle Leute. Ganz, ganz kurz, damit ihr den Eindruck habt, hier sind die Hersteller, also Zucker, Wasser, Kohlensäure, Flasche, Kiste. Hier ist der Abfüller, hier ist ein Abfüller. Beide verkaufen das uns, wir verkaufen es an Getränkegroßhändler, die verkaufen es an Händler, die an Gastronomen, die an Endkunden. Davon wird ein Teil zu überzeugten Sprechern, also sowas wie Botschaftern. Die betreuen wir wiederum und dann gibt es einen Steuerberater und eine Bank und es gibt einen Lieferanten und Spediteure und dann wird das alles riesig kompliziert. Und die Frage ist, was ist jetzt das Unternehmen? Normalerweise sagt man, das ist das Unternehmen, also hier. Ich kaufe was hier und kaufe Dienstleistungen ein und verkaufe das Ergebnis wieder. Und hier endet mein Unternehmen. Und ich finde, das Ganze ist mein Unternehmen. Ich muss es so hinkriegen, dass alle Beteiligten, die in diesem System irgendwie mitwirken, damit leben können. Alle Stakeholder unter einen Hut. Wie kriegt man das hin? Man redet mit den Leuten und nimmt die in ein Kollektiv und sagt, hey, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie eigentlich Logistikbedingungen aussehen müssen. Wir wissen gar nicht, welche Spannen und welchen Gebietsschutz ein Händler braucht. Wir wissen nicht, was ein Gastronom an Material braucht und so weiter. Wir haben gar keine Ahnung, also kommt bitte mit rein und erzählt uns das. Und dann reden wir so lange, bis alle einverstanden sind. Weil nur dann macht es irgendwie Sinn.
Bei uns heißt das, dass wir Konsensdemokratie machen müssen. Das heißt, jeder Einzelne kann sein Veto einlegen. Das heißt aber umgekehrt, ich kann niemand ausbeuten. Weil dann sagt er, ich bin dagegen und schon hält der ganze Laden an. Und man denkt natürlich so, das ist eigentlich unmöglich. Also mit hier sind es rund 600 Stakeholder insgesamt und es sind auch noch die Endkunden, die auch mitreden können und so weiter. Und es hat sich aber gezeigt, dass über die Jahre man durch das Anhören aller Beteiligten zu extrem klugen Entscheidungen kommt, weil eben verschiedene Blickwinkel auf ein Thema mit einfließen, dass es relativ schnell geht, weil wenn alle das Gleiche wollen, nämlich alle wollen miteinander arbeiten und dass die Entscheidungen, die man so findet, sehr, sehr stabil sind, weil eben alle Beteiligten vorher angehört wurden. Und nur wenn sich Rahmenbedingungen ändern, muss man dann eben zum Beispiel die Spanne für den Logistiker höher machen, weil die Lkw-Maut kam zum Beispiel. Und dann haben wir uns überlegt, wir wollen eigentlich für jeden Beteiligten in diesem System irgendwie feste Anteile haben, damit jeder immer weiß, was gespielt wird. Und das geht dann hier unten los mit 6,6 Cent pro Flasche für die Zutaten. 13,4 Cent für den Abfüller, für seine Arbeit. 16,4 hier für Premium, da ist dann 4 Cent für den Sprecher drin und 4 Cent für mich und so weiter. Und so haben wir das bis zum Drittel Cent teilweise pro Flasche durchdekliniert, wer eigentlich welchen Anteil kriegt. Und dadurch passieren zwei sehr interessante Dinge. Erstens, ich habe den Unternehmer neu definiert. Denn normalerweise habe ich als Unternehmer ein Interesse, meine Lieferanten möglichst günstig einzukaufen, sodass die eben noch überleben können und von Kunden möglichst einen hohen Preis zu erzielen. Und hier habe ich ein Interesse, eine stabile Struktur zu bauen, sodass ich immer meine 4 Cent hier habe und das alles regelmäßig stabil funktioniert, sodass jeder wirklich zufrieden ist. Also die Gewinnfixierung, die ja die Ursache von vielen Übeln ist, einfach mal rausgeschmissen. Habe ich auch erst später verstanden, aber das hat funktioniert. Und der zweite Punkt, was ich auch interessant finde, wenn man so sich, sage ich mal, Bio-Fairtrade-Getränkehersteller oder andere Hersteller anguckt, die adressieren meistens nur die Zutaten, hier, 6,6 Cent. Und der ganze Rest hier, da sagen die, das regelt der Markt. Ich glaube nicht, dass der das tut, oder er tut es zumindest nicht gut. Und da muss man halt eingreifen und das reparieren und wirklich genau mit allen Stakeholdern durchdeklinieren, wer welche Anteile braucht. Und wenn man das Ganze jetzt so macht, dann kommt man ja eigentlich an den Punkt, wo man sagt, jetzt haben wir die ganzen Stakeholder, jetzt machen wir Verträge mit denen, damit wir die sicher haben. Dann bleiben die dabei. Die müssen das unterschreiben, Laufzeit, Abnahmeverpflichtung und so weiter. Möchte ich denn, dass jemand dabei bleibt, nur weil ein Vertrag ihn zwingt? Eigentlich nicht. Ich möchte eher, dass jeder freiwillig dabei ist, weil er oder sie sagt, das ist gut, die Bedingungen passen, der Umgang gefällt mir, ich bin gern dabei und das möchte ich gerne. Und deswegen haben wir in diesem ganzen System nicht einen einzigen schriftlichen Vertrag. Und dadurch ergibt sich die Verpflichtung für alle, sich gegenseitig ordentlich zu behandeln, sonst geht der andere. Also eigentlich die Unsicherheit, keinen Vertrag zu haben, wird zur Sicherheit. Ist auch kein neues Modell, ist in Hamburg ziemlich verbreitet. Funktioniert. Und dann denkt man weiter und überlegt sich, Mensch, irgendwie, das ist doch total blöd, dass normalerweise hier die Frachtkosten pro transportierter Menge immer kleiner werden. Und dass man aus der Standard-VWL, BWL natürlich Mengenrabatte gibt, wenn jemand eine große Menge kauft. Das heißt, die Kurve wird noch viel steiler, als sie eigentlich jetzt schon ist. Und ich finde es nicht gut, sondern ich will eigentlich, dass kleine Händler, die hier diese höchsten Belastungen haben, dass die abgemildert werden. Und deswegen haben wir einen Festpreis für alle. Dadurch verdient der große Händler mehr, weil er ja mehr macht, ist in Ordnung. Und hier ab 4 Paletten, also weniger als 4 Paletten, kann man einen Anti-Mengenrabatt beantragen und kriegt dann den Support, damit die Frachtkosten nicht so hoch sind. Und da sehe ich schon wieder jemanden nicken, weil es ist doch eigentlich total logisch, oder? Der Kleine, der hier die hohen Kosten hat, der braucht einen Rabatt und nicht die Großen. Und dadurch passieren diverse Folgen. Man wird dann in der Wahrnehmung der Leute derjenige, der sich Gedanken gemacht hat. Man hat viele kleine Händler statt nur wenige große, bleibt also unabhängig, viele Standbeine und so weiter. Also eigentlich kann ich auch 2 Stunden reden, aber ich muss mich mal sputen. Und das ist mein Lieblingsmodul in einem ganzen System von lauter solchen Gedankenansätzen, wie man eigentlich mit einer gedanklichen anderen Herangehensweise, einem anderen Blickwinkel Hardware steuern kann. Also Lkw, Maschinen, Abläufe und so weiter. Das heißt, eine Software, ein Betriebssystem nennen wir es, aufgeteilt in die 3 Bereiche der Nachhaltigkeit und 2 extra, die wir auch brauchen.
Und das Ganze ist viel zu schön, um es für uns zu behalten, sondern es ist kostenlos. Ist auf der Homepage, kann man sich runterkopieren und verwenden. Und man könnte jetzt sagen, das funktioniert doch nicht. Das ist so ein schöner Traum, das klingt so abgefahren, das klappt doch nicht in der echten Welt. Das ist die aktuelle Verbreitung. Sieht natürlich durch die schönen großen Logos mehr aus, als es ist. Sind 5% der deutschen Städte, aber immerhin. Und wir feiern 10-Jähriges diesen Monat, am 23. Und das lässt mich eigentlich immer noch ein bisschen sprachlos, weil seit 10 Jahren machen wir das und es funktioniert immer noch. Und wir haben keine Schulden und wir haben 50% Wachstum pro Jahr. Ja, ich kann es auch nicht richtig fassen. Wir tun auch nichts dafür, jetzt gezielt verkaufen, 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 so ticken wir einfach nicht, sondern wir versuchen einfach alle gut zu behandeln und dann funktioniert es automatisch. Und das wäre ja noch langweilig oder es wird noch spannender, wenn es nicht eine ganze Liste an Partnermarken gäbe, die Teile des Systems übernommen haben. Deswegen habe ich es ja extra in Modulen aufgeschrieben, damit man sich schön die Scheibchen da rausschneiden kann. Auf der linken Seite sind die, für die wir Teile von deren Organisation steuern. Das heißt, wir sind nebenbei zum Dienstleister für faire Getränkewirtschaft geworden. So aus Versehen. Und rechts sind die, mit denen wir so lockere Berührungspunkte haben. Oder die halt, zum Beispiel hier ist SWAG, steht ganz unten, weil es branchenfremd ist. Die Zahnbürsten, habt ihr gehört, die haben fast das ganze System übernommen, aber für die tun wir direkt nichts. Da sitzen die beiden Jungs. Habt ihr schon mal so eine Liste an Kooperationspartnern gesehen? Getränkemarkt ist Mafia, kann ich euch verraten. Da geht es eigentlich immer nur gegeneinander und nicht miteinander. Wir haben sogar überall da, wo ein V dahinter steht, einen Verband gegründet, nennt sich Verband korrekter Getränkehersteller und soll diese Ideen noch weiter verbreiten. Liegt jetzt rum, weil keiner was macht und alle warten, dass ich was mache. Aber ja. Und jetzt geht das los mit dem unfreiwilligen Transfer. Bis hier war das ja alles noch freiwillig. Alle sind gern dabei, weil sie es nett finden und irgendwie gut behandelt werden und das funktioniert und so weiter. Und das macht schon ziemlich viel Spaß. Und jetzt kommt der Teil, wo Leute geärgert werden. Das macht noch mehr Spaß. Normalerweise hat man so im Getränkebereich hat man so Zahlungsziele zwischen 10 und 30 Tagen, so ungefähr. Wer nach 20 Tagen zahlt, ist zwar eigentlich zu spät, aber er sieht in dem ganzen Ding relativ gut aus. Nennt sich auch psychologisch das Bezugssystem, also der Rahmen dessen, was man erwartet. Und bewegst du dich dann in der Mitte, siehst du gut aus. Jetzt gehen wir hin und zahlen mal nach 2 Tagen. Weil auf Basis dieser Flaschenkalkulation weiß ich ja ganz genau, was ich in jeder Kostenstelle habe und kann genau das Geld auch sofort dem geben, der es bekommen muss. Und dann sieht der nach 20 Tagen gar nicht mehr so gut aus. Und dann wird der gefragt, natürlich. Hier, InBev, Carlsberg. Die Premium-Zwerge können nach 2 Tagen bezahlen und ihr könnt euch das nicht leisten. So. Und das fängt dann fängt es an, richtig Spaß zu machen und so im System rumzubohren und wie so ein Virus da die Leute zu ärgern. Weil wir ärgern ja Leute, mit denen wir eigentlich gar nichts zu tun haben. Ne? So über Bande. Und dann geht das los, auch wieder so die Frage, Blickwinkel, wer ist eigentlich für wen verantwortlich? Wir hatten einen Flaschensortierer, also einen Leergutsortierer in Hamburg. Der war bei einem Subunternehmer angestellt, der von einem Großhändler beauftragt wurde, an den unser Abfüller verkauft hat. Also 4 Kettenglieder dahinter. Der hat 1,70 Stundenlohn bekommen in der Stunde. Dadurch hatte er natürlich im Monat nicht genug, um seine Familie zu ernähren, Frau und Kind, und musste aufstocken. Und der Großhändler hat gesagt, das ist ja mir irgendwie egal, weil ich habe ja den Subunternehmer beauftragt. Also, da bin ich ja nicht mehr verantwortlich, ich habe das ja abgegeben. Und wir haben gesagt, nee, mein Lieber, du bist sehr wohl verantwortlich und du stellst bitte diese Ausbeutung ab, sonst werfen wir dich raus. Und unsere 10 Paletten, sage ich mal, die hätte der nicht unbedingt gemerkt. Aber, wo war es? Diese Liste an Partnermarken, die war doch dazwischen. Da. Wenn er sich's mit denen allen verdorben hätte, das hätte er sich nicht leisten können. Und das zeigt aus meiner Sicht erstens, niemand ist extern. Alles, was du tust, wirkt sich irgendwo aus. Oder auch, was du nicht tust. Denk mal an dieses Chaos-Bild zum Anfang. Auf diese Weise können auch wirklich kleine Unternehmen was ändern. In dem Fall hat der Großhändler den Lohn erhöht auf 7,60 Euro.
So, jetzt kann der Mann davon leben. Ist schon geil, wenn man sich zurückdenkt, dass ich nur in meiner Badewanne saß und die Welt doof fand. So. Und ich habe überlegt, wie kann ich euch vermitteln, wie viel Spaß das macht. Ich kann es einfach nur sagen, das ist so unfassbar geil, zu sagen, nein, das gefällt mir nicht, das wird anders und das wird anders. Das haben wir auf dem Plakat gemacht. Die Flasche sieht auch so aus, also kein sichtbares Logo. Könnte ich jetzt auch wieder eine Stunde erzählen, warum das so ist. Aber ich sage mal, Systemwandel ist ein großes Wort. Es steht auch nicht Systemwechsel da, weil Systemwechsel traue ich uns nicht zu. Aber ein Wandel, das geht schon. Und das ist eigentlich auch die Botschaft, die ich auf den größeren Kongressen habe. Ich habe so ein graues Hemd, da steht hinten drin, ready to do some damage. Und das ist eigentlich auch so die Wahrnehmung, die viele Unternehmen noch von Kunden haben. So, wenn die sich nicht benehmen, dann gibt es da irgendwie Protest und Alarm und Social Media ist dann total gefährlich und so. Ich glaube, viel gefährlicher ist es, wenn man zwischendurch mal einen oder anderen erwischt, der sagt, nee, ich mache das jetzt mal eben besser vor und hacke mal dieses Wirtschaftssystem und ändere da drin mal Dinge, die mir nicht gefallen. Das ist viel gefährlicher und das ist vor allem auch viel einfacher geworden. Ich meine, Informationen sind doch mittlerweile sehr, sehr frei verfügbar. Du kannst Crowdfunding machen, kannst das Startkapital von außen holen. Also Unternehmer werden ist eigentlich total einfach geworden. Und das ist die eigentliche Gefahr, nicht irgendwie ein Shitstorm. Es klingt jetzt so, als wäre das alles ganz leicht. Das ist es nicht. Es ist sehr, sehr viel Arbeit. Es ist so unfassbar geil, fürs Netzsein bezahlt zu werden, davon leben zu können und die Welt ein bisschen zu ändern, dass ich es immer noch selber nicht glauben kann, auch nicht nach 10 Jahren. Ich danke euch fürs Zuhören.